Jetzt sieht man sie gar nicht mehr. Aber sie hören zu und das ist cool. Die erste Version der Rede, die ich jetzt halte, entstand Muttertag 2021. Während der Fußball-EM und dem Bundestagswahlkampf entwickelte diese Rede sich weiter. Und dann, irgendwann, habe ich endgültig den Faden und den Überblick über den Lauf öffentlicher Dinge verloren. Deshalb bitte ich um Verständnis, dass die neuesten politischen und wissenschaftlichen Entwicklungen hier nicht gebührlich berücksichtigt sind. Ich habe Angst, aber wenig Zeit, das laut zu sagen, weil ich diese Angst nicht an meine Kinder weitergeben möchte. Ich habe Angst vor dem fortschreitenden Klimawandel, vor der neuen Rechten, vom Auswuchs uralter Ungerechtigkeiten und natürlich auch vor den neuesten Studien aus Italien, die sagen, dass Kinder unter einem Jahr doch vielleicht Corona-gefährdet sein könnten, mehr als man denkt. Unser Jüngster, der ist zum Höhepunkt der zweiten Welle geboren und hat lange Zeit den Eindruck, dass die Welt aus drei Wesen besteht. Mama, Papa und dieses kreischende Monster, das ihm wahlweise durchs Gesicht schlägt oder an den Haaren reißt. Das ist ein dreijähriger Bruder, der nicht weiß, wohin mit all seiner Energie und aufgestauten Verunsicherung. Gestern habe ich mit dem im Fernsehen Fußball-EM geguckt. Fußball gespielt hat er bisher nur zu dritt oder viert. Seine Sportgruppe fällt seit Monaten aus. So wunderte der Kleine sich sehr über die vielen Menschen auf dem Platz und im Stadion. Ist Corona jetzt vorbei? Fragte er. Was soll ich ihm sagen? Nein, ich kämpfe jetzt nicht für fairere Maßnahmen. Ich kämpfe mit unseren Lebensmitteln und Kleidermotten. Die kommen, wenn man nicht ordentlich putzt, erklärt mir eine Bekannte, die seit 5 Jahrzehnten schwer damit beschäftigt ist, ihrem schwer beschäftigten Mann den Rücken freizuhalten. So ist es halt bei uns Frauen, sagt sie lächelnd, wenn ich mit einem Jungen auf dem Arm und dem anderen am Hosenbein Brei koche, die anschließend überall verteilte Kotze wegwische und bete, 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 dass mein Partner vor 6 von der Arbeit kommt. Dankenswerterweise habe ich einen, der hilft beim Mental Load der Kleidungs-, Ernährungs- und Gesundheitsfragen. Er hätte mir gern nicht nur diesen Mental Load, sondern auch einen Teil der ganz konkreten leiblichen Not abgenommen, die Schwangerschaft, Geburt und Stillzeit bedeuten kann. De facto war es ihm aber nicht mehr möglich, in diesen Phasen Teilzeit zu arbeiten. Inzwischen hat er den Job gewechselt. Ich wollte immer gerne Mutter und nie Hausfrau werden. Und habe, wenn der Kleine schlief, weiter geschrieben. Und wenn Papa, Oma und Co. aufpassen konnten, gearbeitet. Das ging erst auf Kosten des Haushalts. Und dann ging der Kleine in die Kita. Und dann kam Corona und es ging gar nichts mehr. Pünktlich zum ersten Lockdown kotzte ich mir unter Aufsicht meines Zweijährigen, der tagsüber niemanden mehr außer mir um sich haben sollte, die Seele aus dem Leib, weil ich wieder schwanger war. Und pünktlich zur zweiten Welle kam mein Zweiter zur Welt und ich lag aufgeschlitzt im Bett und betete, fit zu werden, bis die 4 Wochen Elternzeit vorbei sein würden. Ich freue mich täglich einen Keks darüber, dass es unsere wunderbar wilden, fröhlichen, eigensinnigen, hilfsbedürftigen Kinder gibt. Ich bin geplättet, wie hilfsbedürftig ich mich selber seither fühle und wie wenig handlungsfähig, sowohl privat als auch politisch. Warum hört man so wenig öffentliche Hilfeschreie von Müttern? Weil sie schwer beschäftigt sind, weil sie erschöpft sind, weil sie sich mit den tagesaktuellen Debatten nicht so auskennen und weil sie ihre kurzen Impulse, aktiv zu werden, oft direkt wieder verwerfen müssen, weil irgendeine volle Windel dazwischen platzt. Dann schämt man sich, sowas Dämliches zu schreiben, wie dass einem eine Winsel dazwischen geplatzt ist, ärgert sich mächtig, nicht mehr so pointiert schreiben zu können wie früher und zweifelt daran, die richtigen Worte für eine politische Äußerung zu finden, wenn sie einem doch schon im Gespräch innerhalb der Familie oft genug fehlen. Außerdem wollen wir ja nicht jammern. Zumindest nicht auf diesem hohen Niveau. Wie sieht es denn in anderen Winkeln der Welt aus? Ich habe genug Platz, genug zu essen und Elterngeld. Danke an alle, die dafür gekämpft haben, dass ich das habe
Und bitte lass uns nicht aus dem Blick verlieren, dass es anderswo nicht mal sauberes Wasser gibt und Menschen nach wie vor hungern. Wie machen die Eltern das denn da? Keine Ahnung, seit ich mir selber so hilfsbedürftig vorkomme, will ich gar nicht mehr so genau wissen, wie das Leben anderswo auf der Welt läuft. 4 Wochen Corona und schwupps, mein Kühlschrank war voll mit Willigwurst und Schokolade, nicht die fair gehandelte. Und ich gucke auch keine Tagesschau mehr, sondern lese höchstens die Schnellnachrichten, die das Handy mir ausspuckt. Da geht es aber selten um Entwicklungspolitik und Klimaschutz, sondern neben Corona meist um andere schreckliche Krankheiten und mickrige Mäkel von Menschen, die öffentliche Verantwortung übernehmen wollen. Ich finde es garstig bis gefährlich, wie makelfixiert manche Meinungsmacher agieren und frage mich, wer da noch ernsthaft Bock aufs Mitmischen haben soll. Ken, Barbie, weg mit dem Plastik. Her mit den Narben und den Hängebrüsten. Lasst uns die Perfektion pervertieren. Lasst uns Fehler nicht länger vertuschen, sondern den Mut zum Versuch feiern und diesen bei Bedarf nachgebessert wiederholen. Hattet ihr je das Glück, wie ich zurzeit, beim Laufen lernen zuzusehen? Habt ihr eine Ahnung, in welchem Alter der Mensch aufhört, Großes zu wagen, Dummes zu fragen und ehrlich zu sagen, was er kann, will, weiß und was nicht? Was wäre das für ein Fest, wenn es als berufliche und politische Qualifikation gelten würde, einen Teil seines Lebens als Mutter oder Vater gearbeitet zu haben und somit einen Intensivkurs in Güte, Humor, körperlicher und seelischer Belastbarkeit, Ganzheitlichkeit sowie Reduktion auf das Wesentliche absolviert zu haben? Was wäre das für eine neue politische Kultur, in der es leise, lustig, langsam, gütig, solidarisch und zielorientiert zuginge? Dann könnte ja vielleicht sogar auch noch die ein oder andere Mutter von zu Hause aus mitmachen. Ich finde, die Chance von Corona ist, dass die Scheiße nun richtig sichtbar wird, die uns seit Jahren die Leitung verstopft. Lasst uns nicht so weitermachen wie bisher. Zum Elternintensivkurs gehört auch die Erkenntnis, wenn man Scheiße nicht richtig wegmacht, gibt es einen wunden Po. Lasst uns nach dieser Pandemie ordentlich aufräumen. Lasst uns einander davon erzählen, wie es uns ging in diesen Zeiten und nicht darüber urteilen, wer es am schwersten hatte. Lasst uns aufhören, uns anzuranzen. Lasst uns versuchen, einander zu verstehen und diese sehr komische Spaltung überwinden, die sich scheinbar eingeschlichen hat, während ich an Schwangerschafts- und Stilldemenz gelitten habe. Vermutlich auch schon viel früher, als ich noch vollauf und blind mit meiner Karriere beschäftigt war. Wir brauchen einen neuen Konsens. Ich schlage folgenden vor, den ich täglich mit meinen Söhnen übe. Im Zweifelsfall fragen. Im Zweifelsfall durchatmen. Und im Zweifelsfall lächeln. Lasst uns die Corona-Chance nicht verpassen und zwischen den Lockdowns, nach der Pandemie und vor der Klimakatastrophe neue Wege zu einem friedlich-fröhlichen Leben auf diesem Planeten finden. Lasst uns Großes wagen, Dummes fragen und ehrlich sagen, was wir uns wünschen. Lasst uns den Scheiß nicht einfach vergessen, sondern verarbeiten. Für den nächsten Lockdown, den ich nicht für notwendig hielt, als ich dieses Ding im Mai geschrieben habe, für diesen Lockdown, der jetzt wieder ins Haus steht, schlage ich ganz ernst vor. Prophylaktische Vollquarantäne für alle, gruppenweise. Lasst uns kleine gallische Dörfer bilden, in den existenzbedrohten leerstehenden Ferienhöfen, Bildungsstätten und Campingplätzen. Lasst die Kinder dort in Frieden zusammen spielen, die Vereinsamten in Ruhe quatschen, die Gelangweilten werkeln und die Erschöpften mal ausschlafen. Lasst uns zusammentun, die überforderten Väter und Mütter, die vereinsamten Großeltern, die arbeitslosen Pädagoginnen, Köche und Gastronomen, Masseurinnen und Putzmänner, Musikerinnen und Schauspieler, die beraubten Jugendlichen, die überarbeiteten Politikerinnen, Pfleger, Journalistinnen und alle anderen, die kommen wollen. Lasst uns 4 Wochen in kleinen Dorfgemeinschaften wohnen.
die Arbeit und den Spaß teilen und erstmal einfach ein bisschen zur Ruhe kommen. Und danach darüber austauschen, was wir in dieser verrückten Corona-Zeit gelernt haben und erkannt haben. Dann langsam zusammen Visionen entwickeln, wie wir weitermachen wollen auf diesem Planeten, auf dem es uns Menschen ansonsten vermutlich nicht mehr so lange geben wird. Resonanz und Ideen dazu gerne an aushecken@posteo.de. Thank you.